Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wo ich das gerade aufnehme, haben wir es irgendwann nachts am Donnerstag. Ihr seht das wieder am Freitag. Eigentlich wollte ich Rain Rooney, um den es heute auch im Video geht, erst am Freitag abschließen, wenn die neue Season kommt. Da hättet ihr das Video aber erst am Samstag sehen können. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt einfach. Ich habe jetzt noch Zeit, damit ich es auch am Freitag hochladen kann. Ist, denke ich mal, ganz cool. Rain Rooney finde ich einer mit der coolsten SBCs, weil Rain Rooney so Ende einer Ära ist halt eine Legende, Digga. Und die kann man sich jetzt nochmal erspielen. Im nächsten FIFA wird es halt nicht so sein. Da wird er, glaube ich, als Legende draußen sein, wenn er eine Legendenkarte bekommt. Je nachdem, ich habe 2 von 3 abgeschlossen und ich habe jetzt eingesetzt für die letzte. Also ich habe jetzt alle Spieler gekauft. Ich muss sozusagen jetzt nur noch abschicken. Das ist mein letzter Squad. Keine Ahnung, ist eigentlich so die billigste Variante. Ich glaube, ich habe komplett ungefähr 300, also bezahlt, also richtig an Wert habe ich ungefähr 390 abgegeben und bezahlt habe ich ungefähr so, wie viel habe ich heute bezahlt? Ich habe mir ja selber gekauft zu 200k, würde ich sagen, weil ich habe manches aus dem Verein gemacht und ja, vieles dann doch eher auch gekauft, weil das Team habe ich mir komplett gekauft. Das geben wir jetzt auch ab, damit ich Rain Rooney endlich fertig habe. Dann bekomme Rain Rooney. Ich denke mal, ich werde die Weekend League doch spielen. Ich habe vor 1 oder 2 Videos gesagt, dass ich wahrscheinlich die Weekend League mal wieder überspringen werde. Aber wir haben jetzt eigentlich, würde ich mal sagen, besondere Umstände mit Rain Rooney auf jeden Fall. Deswegen werde ich, glaube ich, doch die Weekend League spielen. Jungs, Rain Rooney, 87 Tempo. Mit dem Hunter geht es auf jeden Fall noch hoch. Ein 95er Schuss, Digga. Ein 91er Dribbling, ein 88er Pass und ein 90 Physis. Das Einzige, was nicht so heftig ist, ist Defending. Aber ich denke mal, Defending 71 für einen Stürmer ist auch komplett, Digga, wenn er eine 40 stehen würde, wäre mir egal, Digga. Defending, das, ja, Digga, beim Stürmer juckt nicht. Und jetzt haben wir auch endlich Rain Rooney, Digga. Es wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn es eine Manchester United Karte wäre. Aber safe, Digga, der hätte die nochmal doppelt so viel gekostet. Ich kriege ihn trotzdem gut gelinkt mit Engländern auf jeden Fall. Das passt, Digga. Die Karte sieht einfach so episch aus. Ich glaube, das ist so die beste Karte, die ich in dem SPC jemals in FIFA gemacht habe einfach. So sieht das Team gerade aus. So spiele ich aktuell mein Main Team. Sind Grafens neu. Habe ich mir geholt, weil er hier hat einfach keine Links. Also Hernandez, Topspieler, hat er keine Links. Ich habe heute aus dem 85er Doppel-Upgrade-Pack ihn gezogen, Laporte. Mit ihm hätte er ein Upgrade, aber ich möchte irgendwie Stones lieber drin lassen. Deswegen habe ich mir den Graf mal spielt, damit er hier einen Link hat zu Van Dijk auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir das hier umbauen. Einmal brauche ich auf jeden Fall Görlich. Ich hoffe, ich habe noch so einen, dass ich den zum ZOM machen kann wieder zurück. Habe ich nicht. Werde ich mir auf jeden Fall jetzt besorgen. Dann mache ich nämlich das so und dann kommt er nach hier oben so. Und dann muss ich gucken, was ich hier auf jeden Fall mache. Oder Mbappé kommt raus. Ja. Die nächste Weekend League wird wahrscheinlich Spaß machen. Wir haben jetzt aber noch 2 Packs, die wir jetzt auch direkt öffnen werden. Vielleicht kommen wir mit dem Inhalt sogar wieder auf 100k. Wir sind ja bei 93k. Gerade, was haben wir denn? Prime gemischte Spieler Set und Prime Electrum Spieler Pack. Da muss jetzt echt nichts Krasses rauskommen, Digga. Ich habe Rain Rooney, damit bin ich schon zufrieden. Vielleicht gönnen sie ja noch mehr, Digga. Mal gucken. Mal gucken. Wenn Walkout dabei wäre, wäre natürlich heftig. Läuft der durch? Blau? Oh, der läuft durch. England. Linker Verteidiger. Chelsea. Chilwell, Digga. Chilwell. Oh, easy, Digga. Welch Rain Rooney kommt. Vor allem in Blau, Digga. Und jetzt haben wir noch ein Prime gemischtes Spielerset. Mal gucken. Ja, einer ist durchgelaufen. Okay, auf jeden Fall. Ist okay. Ich glaube, der läuft nicht durch. Der läuft nicht durch. Es ist PP. Oh, nicht schlecht, Digga. Hab ich am Anfang übel lange gezockt. Kann man auf jeden Fall spielen am Anfang. Ist das ein ganz OP-er Spieler? Werden wir aber trotzdem auf jeden Fall verkaufen. Also ich habe eigentlich jetzt alles abgeschlossen, was ich abschließen will in der Zeit. Digga, ich kann jetzt eigentlich nur noch sparen, meine Coins. Keine Ahnung, ich werde in der nächsten Season wahrscheinlich auf Icon Swaps gehen, wie ich schon mal im Video gesagt habe. Da vielleicht mal ein Icon Pack die nächsten Tage oder Wochen. Und ansonsten mache ich mir noch Gedanken, wie ich Rain Rooney hier richtig gut ins Team bekomme und das ganze Team vielleicht ein bisschen umbauen kann. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns sehr, sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Bis dahin, haut rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh.